Frau Frei, Sie haben eine Anfrage zum Wohnungsneubau in Düsseldorf gestellt. Worum ging es dabei? Ja, also ich wollte, beziehungsweise ich habe gelesen vor kurzem in einem Bericht, dass es im letzten Jahr nur 154 Wohnungen gegeben hat bis November, die gebaut worden sind. Da man ja eigentlich vorhatte, über 2000 zu bauen, war ich echt erschrocken. Außerdem war ich darüber erschrocken, dass auch die Baugenehmigungen zurückgegangen sind. Das ist die Voraussetzung, um bauen zu können. So, und dann hatte ich auch noch mich darüber geärgert, dass die Expertenbefragung, die, finde ich, wichtig ist, dass was sagen die Experten in Düsseldorf zur Situation der Wohnungspolitik, dass die einfach nicht fertig wird. Ne? Und ja, da hat man mir jetzt diverse Antworten zugegeben. Und haben Sie Ihr Ziel erreicht? Ja, also zumindest, sagen wir mal, ich habe nicht das Ziel erreicht, dass man jetzt ein Wunder hätte gehabt, dass es doch mehr Wohnungen sind. Aber es ist jetzt, mein Ziel war ja auch, die Diskussion hier nochmal zu entfachen und dass alle nochmal mitkriegen, meine Güte, so wenig Wohnungen. Das Ziel habe ich, denke ich, erreicht. Und was mir noch wichtiger ist, die Expertenbefragung, die wird scheinbar jetzt doch im Juni in meinen Ausschuss kommen. Und wenn das wahr ist, wäre ich natürlich sehr happy. Und können Sie uns sonst noch etwas zu dieser Anfrage erzählen? Ja, also wir haben ja ein dickes Problem in Düsseldorf, weil wir eigentlich zwar Wohnungen bauen, aber viel zu teure. Und auch die Wohnungen, die umgewandelt werden, alles wird zu teuer. Das heißt, wir werden für die Zukunft ganz viele Menschen haben, die sich die Wohnungen nicht mehr leisten können. Auch die Alten, aber auch die Studenten, die jungen Leute, die ausziehen wollen. Und wir haben ja jetzt auch gelesen, die Studenten finden nichts. Da habe ich jetzt ein großes Problem und ich kriege die nicht in Gang gesetzt, dass die mal sich mehr Mühe geben. Okay, dann danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.